Ja, moin, für Konsolenfreunde hat Mozilla wieder was parat, und zwar unter dem Menü, unter Webentwickler und Developer drüber gibt es jetzt so eine schöne Konsole für Linux-Freunde unter euch vielleicht. Wenn man da mal Help eingibt, kommen so ein paar Sachen, die man damit so machen kann. Als erstes möchte ich mal präsentieren, was man so mit der Eingabe Pref machen kann. Da kann man sich zum Beispiel, wie wir das hier gerade mal machen, die Browser-Einstellung mal anzeigen lassen. Wenn man das Ganze dann auch verändern will, kann man da auch einfach ganz leicht mit dem Befehl set was anderes reinschreiben, beispielsweise hier die URL, wenn man einen neuen Tab öffnet. Ja, unter Help schauen wir nochmal, was wir da haben. Kommen wir zum nächsten Punkt, nennt sich die 3D-Ansicht. Ja, die lässt sich öffnen und ja, da kann man ganz einfach dann auch die Ansicht rotieren lassen. Wie wir das gerade hier mal machen, oder dann kann man zum Beispiel auch reinzoomen und das Ganze dann natürlich auch hinterher, wenn man wieder genug davon hat, wieder auf den Ursprungszustand zurücksetzen. Schließen geht natürlich auch. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Die Webentwickler-Tools lassen sich damit auch ganz leicht bedienen. Zum Beispiel lassen sich IDs ganz leicht untersuchen. Hier, wie man das aus der normalen Ansicht kennt, wenn man Rechtsklick und Untersuchen machen würden. Ja, auch möglich, die direkte CSS-Bearbeitung der aktuellen Seite. Ganz schön, lässt sich super machen hier. Da sieht man unten die Schrift, wo ich gerade mal mit dem Mauszeiger rübergehe, die wird rot. Ja, beim nächsten Punkt kann man Screenshots machen. Ist auch sehr praktisch. Braucht man kein externes Tool mehr, einfach mal schnell Konsole öffnen und die entsprechenden Sachen angeben. Das geht mit Screenshot. Folgend gibt man dann den Dateinamen einfach an. Hier beispielsweise mal about-home.png. Dann gibt man die Verzögerung ein, in dem Fall 0. Dann false, dass nur der sichtbare Bereich aufgenommen wird. Andernfalls würde halt die gesamte Seite aufgenommen werden, die halt auch nicht im sichtbaren Bereich jetzt liegt. Ja, dann muss man noch den Bereich festlegen. Jetzt sind wir schon bei der ID Top Section. Jetzt wird die jetzt nur aufgenommen. Andernfalls kann man auch, wie eben gesehen, einfach mal Body nehmen. Dann wird der ganze Body-Bereich aufgenommen. Hier der Beweis, das hat natürlich auch funktioniert. Ja, schauen wir uns den nächsten Punkt an. Mit Break können wir noch was Schönes machen. Damit kann man Breakpoints im Debugger setzen. Logischerweise braucht man da gleich erstmal eine Seite, die das unterstützt. Ne? Diesmal sagt er, ne, wir brauchen erstmal einen Debugger. Also öffnen wir mal eine schöne Seite, die das kann. Suchen wir mal ein schönes JavaScript raus hier. Und ja, schauen wir uns mal an, was da rauskommt, wenn man da jetzt Breaklist eingibt. Da sagt er No Breakpoints. So, wenn man, da kann man dann schön einen hinzufügen. Das geht mit dieser Syntax hier. Da packt man Zeile 7. So, da ist einer. Genauso leicht lässt sich das Ding natürlich auch wieder löschen. Wieder mit der Angabe, was gelöscht werden soll, und fertig. Ja, nächster Punkt. Man kann auch die Webkonsole öffnen. Auch praktisch, so wer die kennt, ne, wofür man die nutzt, super toll. Hier mal ein kleines Beispiel. Kann man natürlich, funktioniert super einwandfrei, ne, wie man das normalerweise auch kennt. Ja, schließen lässt sich die Konsole auch wieder. Ja, das war es im Grunde schon. Zuletzt, man kann auch zum Beispiel noch eine Nachricht ausgeben. In diesem Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ja, mehr zu den neuen Features und weiteres Aktuelles zu Mozilla und mehr gibt es auf sören-henschel.at. Gern dürft ihr meinen Kanal hier auch abonnieren, um nichts zu verpassen. Ich freue mich, bis bald.